Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Dienstag, den 13.08. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. So, heute beginnen wir mit zwei Währungspaaren. Wir schauen uns zuerst einmal den US-Dollar und das chinesische Yuan an. Hier ist nach wie vor der Yuan in seinen höheren Gefilden, sage ich es mal so, der ist hier drüber ausgebrochen. Und das ist diese Situation, die ja den USA nicht gefällt aktuell, weil die Abwertung dieser Währung einen Teil der verhängten Zölle egalisiert. Interessant ist auch aktuell das Währungspaar Euro-US-Dollar zum britischen Pfund. Hier deshalb, da muss ich jetzt erstmal auf den Tageschart reingehen, auf Tagesbasis sind wir hier zum dritten Mal in diesen Widerstandsbereich gelaufen, der hier, das liegt zwar schon einige Zeit zurück, zwar am 10.2016, 3.8.2017 und jetzt wieder 8.12.8.2019 in diesem Bereich gelaufen. Wir gehen wieder runter auf den 1-Stunden-Chart. Ich bin dort heute ein Trade eingegangen, den Trade erkläre ich euch auch jetzt. Wenn ich Gold und Währungen handle, dann sind es aus meiner Sicht immer große Signale, aber die können genauso funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und dieses Nicht-Funktionieren habe ich hier abgesichert mit einem Stopp oberhalb hier bei 93 in etwa. Verlieren tue ich bei diesem Trade, wenn ich da oben ausgestoppt werde in meinem Trading Depot, also nicht hier im Echtgelddepot, sondern ich habe ja noch andere. Verliere ich 50 Euro, im Gegenzug kann ich 250 Euro gewinnen, wenn er bis in den Bereich von 90,557 fallen sollte. Wir haben hier noch einen Zielbereich aus einer Wolfewelle. Warum gehe ich hier short? Ganz einfach, erst muss man mal wissen, dieser Short Trade ist antizyklisch. Schauen wir uns einfach nur mal die oberen Bewegungen an. Wir haben hier einen schönen intakten Aufwärtstrend und ein Aufwärtstrend hier wieder auf die Unterstützung gefallen. Heute im Verlauf des Tages wäre eigentlich die logische Konsequenz, dass wir hier den Trend fortsetzen. Jetzt hat es aber in der Tatsache, dass wir hier an diesen Widerstand hingelaufen sind, bei im Bereich von 0,9323, mit der Tatsache, dass ich hier eine Wolfewelle ausfindig gemacht habe, zwei Signale einmal und dass wir auf Stundenbasis hier oben 1, 2, 3 bekommen haben, ein Umkehrsignal, das ich nicht direkt gehandelt habe. Ich habe es beobachtet, das hier ist dieses 1, 2, 3 Signal. Mit dieser Kerze hätte ich eigentlich schon short einsteigen können. Ich habe es beobachtet, habe diesen Rücklauf dann aber genau in diesem Bereich short aufgenommen, dieses Währungspaar. Und wie gesagt, das hier ist jetzt mein Risiko bis da drauf. Das kostet mich 50 Euro. Also ich habe das Geld auf den Tisch gelegt und den Trade habe ich jetzt einmal von der zeitlichen Kategorie eingestuft bis Freitag. Solange habe ich jetzt meine Stopp-Positionen gültig und dann schauen wir mal, was hier passiert. Wolfewelle technisch wäre es eigentlich so von der logischen Konsequenz, so dieser Rücklauf, das ist der Bereich des 61er Fibonaccis und dann könnte, wenn er hier aus dieser Verkeilung in der Wolfewelle nach unten rausfällt, könnte ganz schnell eine Bewegung zur Unterseite kommen. Ans Take Profit 2, ich nehme ja immer hier dieses, das TP1, wo man ab und zu auch mal Teilpositionen verkaufen kann. Aber letztendlich wäre hier aktuell bei rund 0,9126 Zielbereich, Tendenz fallend jeden Tag, jede Stunde. Und das absolute Finale wäre hier der Bereich von 0,90, wenn es denn kommt. Das macht ich auch sinnig, dieser Bereich, weil es das 61er Fibonacci ist, also der gesamten Aufwärtsbewegung. Und wir haben hier noch einen Verlaufshof vom 17.07.2019. Das waren jetzt so dieses Währungspaar. Falls einer diesen Trade machen will, ja, wir wären jetzt immer noch gut hier im Rennen. Wir gehen hier rein in das Gold. Das Gold hält sich sehr stabil auf hohem Niveau, Konsolidierung auf hohem Niveau. Also da stellt sich, es kann jetzt ein paar Tage gehen
Und dann wird aus meiner Sichtweise der nächste Move kommen. Interessant wird es hier im Bereich von 1535. Letztendlich sehe ich aber oder denke ich immer noch den Zielbereich von 1589 hier. Habe ich hier im Auge, hier wären Zielbereiche aus einer inversen Schulterkopf-Schulterformation von unten raus. Das ist ja hier, wo ist es denn? Hier die linke Schulter, hier der Kopf, hier die rechte Schulter und da wäre dies die 100% Ausdehnung, also hier im Gold nach wie vor Tendenz aufwärts seit diesem Ausbruch. Das Währungspaar Euro, US-Dollar, ja, mit dem kann ich zurzeit nichts anfangen. Wir hatten jetzt hier diesen Rücksetzer. So, wie schaut es aus? Wer hier long konditioniert ist, wäre hier für ab morgigen Handelstag bei 1,1230 ein Long Trade, der aber übergeordnet immer noch gegen den Trend ist. Es kann hier aber auch eine Stabilisierung sein. Und ich sage es so, wie ich das sehe. Ich habe hier momentan keine Ambitionen, da irgendwas zu machen. Im Grunde ist es auch nur noch eine Seitwärtsbewegung auf Tagesbasis. Also auf Tagesbasis kann man hier, denke ich, nicht viel abschöpfen. Wir gehen hier noch in den Schweizer Markt rein. So im Schweizer Markt, da frage ich mich auch immer, der Swiss Market, warum steigt dieser Markt so? Warum? Ja, wenn man sich ein bisschen nicht nur charttechnisch hier mit diesem Chart beschäftigt, sondern auch fundamental mit der Schweiz, dann tut man das eigentlich schon ein bisschen verstehen. Jetzt gerade wieder letzte Woche hat die UBS in der Schweiz alle vermögenden Kunden, die mehr wie 500.000 Euro auf dem Konto rumliegen haben, müssen jetzt Strafzinsen zahlen mit 0,6% und bei den Schweizer Franken Bargeld 2 Millionen auf dem Konto müssen dann auch diese Strafzinsen zahlen. So, und das ist mittlerweile schon fast flächendeckend in der Schweiz, dass hier Banken solche Linien eingezogen haben. Und was gibt es für Alternativen, wenn man hier keinen Strafzins bezahlen will? Dann geht man entweder in Anleihen, in Bundesanleihen, da zahlt man vielleicht ein bisschen weniger Strafzins oder man geht in hochriskante, dann bekommt man noch ein bisschen was, aber auf der anderen Seite kann ja dieser Wert dieser Bundesanleihe auch fallen. So, und die andere Alternative ist hier einfach in Aktien zu investieren. Und als Schweizer, was tut man hier, wenn man abgeschöpft wird vom Staat? Man geht hier in Schweizer Unternehmen. Per se finde ich die Schweizer Unternehmen mit ihren Zahlen nicht gerade prickelnd. Deshalb konnte ich eigentlich auch diesen Anstieg nicht so derart verstehen. Mit dem Hintergrundwissen, dass einfach jetzt Strafzinsen bezahlt werden muss und diese Regeln in der Schweiz immer weiter runtergezogen werden, halbjährlich bald schon. Es fängt ja auch schon hier in Deutschland an, dass Sparkassenvermögen die Kunden langsam mit Strafzinsen belasten. Ist die eine oder andere Bank schon und auch das wird dann ein Phänomen sein, dass sich diese Anleger, die sehr Vermögenden, von denen reden wir hier ja, sicher andere Alternativen suchen und dann auch in die Aktien einsteigen könnten. Das hier zum Schweizer Markt fundamental, ja, wir sind hier eigentlich übergeordnet immer noch in einem Aufwärtstrend hier. Ich sitze alles ein bisschen verwaschen. Das kann genauso gut jetzt nach oben weitergehen, genauso gut nach unten. Also den Schweizer Markt für mich zu bewerten. Ich beobachte ihn jeden Tag, schaue ihn mir an, um hier ein Gefühl zu bekommen. Der Dow Jones, gucken wir uns dann hier noch an. Der Dow Jones hat hier den Bruch der 26.099 vollzogen zur Unterseite. Damit hat er hier einen Doppeltop aktiviert zur Unterseite. Und da kann man sogar noch einen Zielbereich ausmachen. Denn dieser Zielbereich liegt exakt auf dem 61er Fibonacci bei 25.808. Also da könnte es jetzt passieren, dass wir in den nächsten Tagen bis in diesen Bereich fallen könnten. Dieses 61er Fibonacci rührt her aus diesem Tief vom 7.8. und diesem Hoch vom 9.8. Das wäre hier so dieses Korrekturlevel. Es würde auch jetzt passen, noch zusätzlich mit der Aktivierung dieses Doppeltops auf der Unterseite. Und da schauen wir einfach, was hier passiert. Das wäre eigentlich jetzt so mein bevorzugtes Szenario zur Unterseite hin im Dow Jones. Wir haben jetzt auch schon den Pullback in diesen Bereich hier gemacht. Und es gilt einfach abwarten, wer short konditioniert ist, ja, seine Short-Positionen versuchen reinzubekommen, aber natürlich verdenkt immer an den Stopp, macht enge Stopps, verliert ihr wenig Geld,
habt wieder Cash auf dem Konto und könnt wieder agieren und seid nicht blockiert. Wir schauen das WTI-Öl an, da ist eigentlich nichts groß passiert, es hat sich aus diesem Tief jetzt leicht erholt zur Oberseite hin, abwarten, noch kein Umkehrsignal, dass man hier jetzt sagen könnte, man könnte jetzt hier in einer Range noch einmal zur Oberseite hin handeln, also einfach abwarten. VDAX New ist heute zu Beginn erst gefallen, dann ist er wieder gestiegen zur Oberseite hin, nach wie vor oberhalb des grünen Bereichs von rund 18. Deutet auf viel Volatilität hin, viel Bewegung im Markt und Absicherungsgeschäfte der Institutionellen mit Optionen. Also die trauen dem Braten momentan auch nicht so richtig. Wir gehen hier rein in den Xetra 1-Stunden-Chart und hier ist der CCI jetzt endlich, ja, ganz knapp heute mit dem Schlusskurs, obwohl wir eine rote Kerze bekommen haben, rausgekommen. Also wir haben heute mit Schlusskurs ein Verkaufssignal der Short-Positionen bekommen und sind jetzt hier im bärischen Bereich und es könnte auf Tagesbasis jetzt auf eine Erholung hindeuten. Wir haben auch kerzentechnisch, wenn man das hier anschaut, ich ziehe es mal schnell wieder groß, eventuell ein Umkehrsignal bekommen, das man hier so interpretieren kann. Wir haben hier unten die 1, da oben hier haben wir die 2. Mit dieser neuen Tiefenkerze haben wir eine 3 gemacht. Diese 3 muss ja aber jetzt erst bestätigt werden. Und diese Bestätigung wäre dann zeitgleich auch der Einstieg long hier über diese rote Tageskerze, eventuell im morgigen Handelsverlauf. Das würde hier dann so aussehen und ab hier geht man dann long. Und dann schauen wir, wie hoch die Kiste hier fliegt, wenn es denn so kommt. Und das ist so dieses klassische 1, 2, 3 Umkehrmuster auf Tagesbasis. Man kann das aber auch noch sehr gut im Linienchart sehen. Im Linienchart haben wir hier auch dieses Long-Signal. Das kann man jetzt runterholen auf den Bereich von 11.800. Das ist jetzt hier das neue Long-Signal auf Linienbasis, sollte das überlaufen werden. Ich warte hier nicht auf die Schlusskurse, ich nehme mir das Ding gleich zur Brust, wenn es drüber geht, wäre das der Long-Einstieg und sollte der DAX hier gegen meine Erwartung noch einmal ein neues Tief machen, ein paar Schlusskurs unter die 11.564 ist das hier der Short-Bereich. Und da haben wir ja da unten auch noch Ziele bei rund 11.244, die dann doch auch sehr schnell angelaufen werden könnten. Also wir gehen hier jetzt rein in den 1-Stunden-Xetra-Chart. Ich hoffe, der geht. Jawohl, 17 Uhr Kerze ist da. Also nach wie vor versucht sich der DAX hier zu stabilisieren. Es ist heute gegenüber jetzt Freitag nicht viel passiert. Wir sind ja Freitag hochgelaufen, zurückgelaufen, hatten heute eine höhere Eröffnung in den Widerstandsbereich hinein, wurde dann abverkauft am heutigen Handelstag, hat sich jetzt aber wieder hier auf diesem Niveau bei 11.000, was ist das hier jetzt, 11.702 mit Schlusskurs. Also es ist hier nichts Nennenswertes passiert. Der DAX ist auf der Unterseite gestützt, auf der Oberseite blockiert. Wir brauchen hier jetzt wieder irgendeinen Tweet, irgendeinen Katalysator, einen positiven oder negativen, die den DAX dann hier entweder zur Unterseite hin oder zur Oberseite hin, zack, explodieren lassen könnte. Ich zeige euch meine Tendenz, wie ich den Markt einschätze. Der Markt war jetzt hier am 61er Fibonacci, hat hier dann am Freitagabend und heute Vormittag mit der 9 Uhr Eröffnung noch einmal schön hochgezogen in diesen Widerstandsbereich, aber wurde hier doch dann letztendlich massiv abverkauft vom Hoch bei 11.838 bis zum Tief 11.647. Das ist auch eine Hausnummer, knapp 200 Punkte. Wir wissen ja, die tägliche durchschnittliche Handelsspanne des DAX liegt bei 120 Punkten. Also hier sind wir über die durchschnittliche Handelsspanne drüber hinausgelaufen. Wie gesagt, wir haben momentan VDAX New nach eine sehr hohe Volatilität. Und solange wir hier oberhalb des grünen Bereichs in der Volatilität sind, hier im VDAX New, sollte man davon ausgehen, dass wir täglich
solche Handelsspanne über dem Durchschnitt von 120 Punkte vom Hoch zum Tief haben können. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wie dass der DAX hier einschläft und hier mit 30 Punkten hin und her eiert. Ich bleibe nach wie vor der Meinung, der Ansicht, der Einschätzung, dass wir hier eine Korrektur haben momentan. Und ob die Korrektur wirklich diesen Widerstandsbereich, der hier bei mir bei der Oberkante 11.865 durchläuft, müssen wir abwarten. Gell? Hergeben tut es das. Wir können diese grüne Kiste durch die Tatsache, dass wir neues Tief gemacht haben in dieser Bewegung, etwas nach rechts ziehen. Und es gibt dem DAX jetzt wiederum mehr Zeit, hier hochsteigen zu können in diesem Bereich von 11.954. Der Bereich hier noch 11.952. Ich bleibe nach wie vor dieser Einschätzung, Zeit hat er, wenn man das zeitlich einfangen kann, bis zum 15.8., also fast Ende Woche. Das wäre hier so jetzt immer noch dieses Korrekturszenario. Ja, an dem halte ich jetzt einmal fest, sollten wir hier unter dem Bereich von 11.551 gehen, muss man das Ding hier, den DAX, wieder komplett neu aufziehen. Und ja, das wäre auch ein Bereich, aus dem man Short mitgehen könnte, wie im Linienchart gezeigt. Das ist auch ungefähr diese Bruchmarke. Der Zielbereich wäre dann hier bis runter bei 11.184. Aber momentan nach wie vor bleibe ich dabei. Der CCI ist auf Tagesbasis rüber. Schauen wir, ja, und hier im der Lange- und Schwarz-Indikation sind wir auch im bärischen Bereich. Er kam jetzt auch raus aus dem megabärischen Bereich. Tendenziell ist er aber hier, wenn die letzten Tage das uns so anschauen, eher unterhalb im bärischen Bereich, was ja auch übergeordnet unser Szenario ist, weiter short. Aber hier diese Korrekturen gehören auch zum Markt dazu, die muss man auch beobachten. Und wie gesagt, für mich wäre hier das jetzt einmal in erster Linie der Bereich, trotz dieses Rückschlages heute, dass wir den hier anlaufen könnten. Dagegen spricht auch der VDAX, da muss man ja eher davon ausgehen, seitwärts fallende Kurse, und auch die Prognose, wo der Dow Jones hinfallen könnte, durch die Aktivierung des Doppeltops, spricht auch gegen einen korrigierenden DAX zur Oberseite, und auch der stabile Goldpreis spricht gegen Indizes allgemein steigender Tendenz. In diesem Sinne wünsche ich euch für den morgigen Handelstag ein gutes Händchen, viel Erfolg. Ciao, ciao.